Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. So, Jagdaufgabe. Aber es gibt immer noch ab. Leopard mit Flammenwerfer, natürlich! Wieso mit Flammenwerfer? So, bin gleich da. Die Frage ist, mit welcher Waffe tausche ich aus? Ich glaube, die hier. Vier Stück. Okay, das ist ja hier direkt um die Ecke. Jetzt ist die Frage, wo sind hier Leoparden? Ich weiß schon, dass ich mich selbst abfackeln werde. Und natürlich die Gegend. Hier brennt alles. Hier brennt alles. Hier brennt ja wirklich alles ab. Komm her. Blödes Feuer! Die ganzen Bäume brennen ab! Ist die Waffe noch da? Sie ist weg. Natürlich ist sie weg. Heißt, ich muss mir die Waffe wieder besorgen. Ich will jetzt nicht mit dem Flammenwerfer rumlaufen. So. Hier ist nicht der Eingang. Der müsste hier irgendwo sein. Und zwar wahrscheinlich hier auf dieser Seite. Auf der Seite hier. Und raus hier.
So, hier sind keine Aufgaben mehr. Deswegen geht's hier jetzt zum... diesen Funkturm. Der ist aber ziemlich in der Ecke. Dieses Quadranten. Am besten, wie fahre ich? Nicht über diese Brücke. Ich will nicht schon wieder über... Nicht so hoch. Nicht drüber. Nicht drüber springen. Nein. Das mache ich nie normal. Oder? Ach, was soll's. Ja, deswegen. Oh, der Wagen hat ganz schön was abbekommen. Der dampft ja schon. So. Wo fahre ich denn hier lang? Ja genau. Unzerstörbarer Zaun. Da oben muss ich hin. Diesen Berg rauf. Ganz schön steil hier. Ist ja nicht mehr weit. Bin ja gleich schon da. Okay. Das bringt schnell. Jetzt heißt es wieder Turm klettern. Okay, diese Treppe war noch in Ordnung. Ordnung. Wo muss ich jetzt klettern? Da. Wo muss ich lang? Da lang? Geduckt, würde ich sagen. Oh. Das wäre fast mein Sturz gewesen. Wie kaputt ist der hier denn? Was soll das?
Beschreib mir, wie soll man vernünftig raufkommen? Hey, spring doch! Ich drück X. Nö. Nein. Verboten. So, geht doch. Jetzt ist die Frage, wie weiter? Da geht doch. Oh. Das sieht ganz schön gebrüchig aus. Danke für die Leiter. Danke dafür. Das sah ganz schön brüchig aus. So. Mal gucken, was ich hier also entdecke. Auf jeden Fall ist es ein großer Berg hier. Oh. Hallo Lager. Dann nur noch zwei Funktürme. Okay. Und das hier ist mir ein bisschen zu nah am Außenposten, deswegen mache ich erstmal den Außenposten. Und ich sehe schon den ersten Gegner und ich sehe die Rakiat-Prüfung. Erstmal ein bisschen näher kommen. Würde ich mal sagen. Sand und Wasser. Sand und Wasser. Und wenn das zusammenkommt, hat man Schlamm. Oha. Zwei Gegner nebeneinander. Nicht gut, dass er jetzt gerade hier hinguckt. Sind hier noch irgendwelche Gegner, die ich noch nicht geortet habe? Die bescheißen doch alle hier. Ich weiß es. Und dann Alarm deaktiviert. So, rein hier mit dir. Sand und Wasser, Sand und Wasser. Überall nur Sand und Wasser. Mann, ich bin mehr wert als die paar Mücken. Thank you.
zugerichtet. Da ist ja noch einer. Genug ist. Du ziehst alles, was du hast. Hey, komm. Willst du meine Knarre? Schnell, gib Alarm. Andere Waffe. Hey, ich ruf noch. Entdeckt bin ich zwar, aber... Ja. Alarm konnten sie nicht auslösen. Den habe ich aktiv deaktiviert. Okay. Neues Rennen? Ich glaube, das mache ich als erstes. Aber nur auf einer Schwierigkeitsstufe. Nur einmal. Mal gucken, mit was ich ein Rennen fahren muss. Lass mich ans Steuer. Oh! Mit einem Quad? Ja, genau da lang! Okay, jetzt hier an diese Nebenstraße entlang. Aus dem Weg da! Ja. Oh. So, das müsste jetzt langsam mal... Wow. Ja, genau, jetzt durch die Pampa oder was. Und nicht die Straße nebenan oder was. Ja, keine unschuldigen Zivilisten töten. Genau. Perfekt. Der ist ja dann genau reingerannt. Genau reingerannt. Was kann ich denn dafür? Kannst du denn fahren? So, wieder volles Leben. Okay, wieder Zeit fangen. Eine Minute, okay. Ah! Was für eine schmale Straße. Wildes Huhn. So. Da lang. Ich glaube, da oben ist der Endpunkt. Na. Kommt schon, ich bin zurück. Na. Kommt schon. Lass mich frei! Oh.
Hui! Das war abenteuerlich. Jetzt erstmal die Prüfung der Rakyat. Oh, hi. Ja, ich fahre mir hier etwas zusammen. Ja. Okay, das Teil hat Schaden erlitten. Ich fahre hier wie eine besenkte Sau. Hallo, Prüfung, der Rakyat. Was muss ich hier tun? 250, 325 und 400. Nach jedem Kill wechselt die Waffe? What? Ist das dir ernst? Heilen. Wo sind welche da? Heilen. Bogen. Heilen. 225 Punkte. Blöde. Heilen. Wieso Schrotflinte? Wieso Schrotflinte, die nichts gegen den ausrichten kann? Nein, bitte!
Zeitbonus. Heilen. So. Heilen. Bogen. Heilen. Kopfschuss. Takedown. Heil dich doch! Ich drücke und nein! Ich brauche 10 Sekunden, um es zu aktivieren. Heilen. Er kann sich nirgends verstecken. Das wirst du mir büßen. Takedown, kill. Heilen. 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 Au! Heilen. Heilen. So geht doch. Ich kann
noch mehr Zeitbonus. Heilen. Ja, das war fordernd. Das war sehr fordernd. Jetzt habe ich 2 Fähigkeitspunkte oder was? Nur noch 2 Fähigkeitspunkte zu vergeben. Yay! Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.